Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Es ist jetzt etwas über 20 Jahre her, im Dezember 92, als CDU und SPD den sogenannten Asylkompromiss vereinbarten. Das war der erste Angriff auf das im Grundgesetz geschützte Asylrecht. Das durch die Verfassung geschützte Asylrecht war eine Errungenschaft und Lehre aus dem Nationalsozialismus. Die bestialischen Verbrechen der Shoah, der Vernichtung von 6 Millionen Jüdinnen und Juden sind in unser Geschichtsgedächtnis eingebrannt. Der Porajmos, was für Romanes steht für Verschlingen, bezeichnet die Vernichtung von rund 500.000 Sinti und Roma durch die Nazis. Das gerät eher in Vergessenheit, gehört aber genauso zur historischen Verantwortung der BRD. Im Grundgesetz wurde angesichts dieser Vergangenheit das Recht auf Schutz festgeschrieben, als eine der wenigen Verfassungen weltweit. Und das ist eine Errungenschaft, meine Damen und Herren. 1993 wurde, wie gesagt, der erste Angriff auf dieses Grundrecht vorgenommen und die sogenannten sicheren Herkunftsstaaten erfunden, in denen angeblich sicher ist, dass es keine Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen gibt. 1993 wurden Ghana und Senegal als sicher deklariert. Heute stellen wir fest, dass in Senegal 5 Jahre Haft, zum Beispiel für Homopaare, mit 5 Jahren Haft bestraft werden. Wir haben hier über die Rechte von queeren Paaren geredet in dieser Bürgerschaft. Ich glaube, dass Ghana ist ganz sicher oder Senegal ganz sicher nicht sicher, zumindest für diese Gruppe. Im November 2014, also letztes Jahr, wurden Serbien, Mazedonien und Bosnien und Herzegowina als sicher deklariert. Es gibt eine Bremer Reisegruppe, ich habe den Bericht dabei und möchte ein paar Beispiele daraus nennen, die über Serbien erstellt wurde, die zur Situation der Roma. 66% der Roma in Serbien haben keinen Zugang zu Medikamenten. Der Rest der Bevölkerung sind das 32%. 67% der Roma in Serbien sind unterernährt. In der Gesamtbevölkerung sind es 13%. 38% wohnen in Elendsvierteln ohne Sanitäreinrichtungen. Ich glaube, sicher sieht anders aus. Das glauben im Übrigen auch Gerichte, die kumulative Verfolgungsgründe anerkannt haben, auch zu Serbien, zu den vermeintlich sicheren Herkunftsstaaten. Das zeigt, dass auch Gerichte da anderer Meinung sind, was bestimmte Minderheiten angeht. Und ich kann Ihnen sagen, das, was Sie hier verbreiten, ich habe eben eine Freundin getroffen, die ist Romni und berichtet mir, dass sie zurzeit stark unter Druck gerät. Sie hat extreme geschlechtsspezifische Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure erlebt in Serbien unter Deckung staatlicher Akteure und das wird in Serbien nicht verfolgt und nicht geahndet und das wird auch, sie erfährt dort auch keinen Schutz und sie kann auch nicht abgeschoben werden, im Gegenteil zu dem, was Sie hier immer deklarieren, denn sie ist schwer traumatisiert und genießt Gesundheit oder hat gesundheitliche Gründe, hier weiter zu verbleiben. In Kosovo, Albanien und Montenegro, was jetzt vorgesehen sind, sind auch nicht so sicher, wie immer getan wird. Im Kosovo sind alleine 5000 KFOR-Soldaten stationiert. Es gibt keine funktionierende Justiz, das sagt auch die Eulex-Mission. Und es gibt keinen wirksamen Schutz vor Verfolgung, vor allem für Roma. Unter anderem aus diesen Gründen, das ist der bremischen Bürgerschaft ja bewusst, diese Probleme, deswegen hat dieses Haus hier 2010 beschlossen, keine Roma in den Kosovo abzuschieben. Wir haben den Antrag damals unterstützt und sind mit runtergegangen und wir haben gemeinsam gefordert mit den Koalitionsfraktionen, das Ermessen bei der Erteilung humanitärer Aufenthaltserlaubnisse auszuschöpfen und uns für ein langfristiges Bleiberecht einzusetzen. Geändert hat sich seit 2010 im Kosovo nichts. Wer jetzt für ein sicheres Herkunftsland Kosovo sich ausspricht, der beschließt genau das Gegenteil des Antrages von damals, nämlich kein Bleiberecht, den Ausschluss von humanitären Aufenthaltserlaubnissen, wenn man das offensichtlich unbegründet bekommt, kann man keinen humanitären Aufenthalt mehr bekommen und Abschiebung. Das ist genau das Gegenteil von dem Beschluss von 2010 aus diesem Haus. Die Einstufung der sicheren Herkunftsstaaten ist geprägt von Willkür.
Das widerspricht auch im Übrigen der Gesetzessprechung vom Bundesverfassungsgericht. Es wird auch deutlich im Übrigen durch den Kommissionsvorschlag, die Türkei als sicher einzustufen. Herr Steinmeier verhandelt ja aktuell noch mit Tayyip Erdogan. Wir haben gesehen, was in Ankara passiert ist. Wir haben gesehen, was in Cizre passiert ist. Und wir haben gesehen, was in Suruç passiert ist. Ich glaube nicht, dass die Türkei ein sicherer Staat ist. Die Einstufung von sicheren Herkunftsstaaten ist allein durch den Willen gesteuert. Das hat die Bundesregierung übrigens auch schon in Gesetzentwürfen selbst gesagt, Migration zu verhindern. Migration ist aber nicht zu verhindern, wenn die Not so groß ist, meine Damen und Herren. Das Einzige, was verhindert wird, ist Integration. Mit diesem Gesetz wird die alte und, wie wir gesehen haben, gescheiterte Abschreckungs- und Isolationspolitik fortgesetzt. Bestandteil des damaligen Asylpakets war ja das Asylbewerberleistungsgesetz, ein Sondergesetz, das Geflüchteten nicht die volle Menschenwürde gewährte, zum Schluss nur noch 60%. Es waren Bestandteil die Sachleistungen, der Lagerzwang, die Residenzpflicht und die Gesundheitsversorgung nur in Akutfällen. Heute sagen viele, die gewollte Abschreckung und Isolation hat Integration verhindert. In Bremen wurden deswegen aus guten Gründen Gutscheine abgeschafft, die Residenzpflicht gelockert und die Wohnpflicht in der Erstaufnahme reduziert. Selbst von der CDU hört man doch mittlerweile Slogans wie Integration von Anfang an. Das soll aber nicht für alle gelten. Menschen, die aus den vermeintlichen 8 sicheren Herkunftsstaaten kommen, sollen diese Rechte nicht haben. Im Gegenteil. Das jetzt vorliegende Paket, das Sie als Asylkompromiss bezeichnen und das morgen im Bundesrat verhandelt wird, ist kein Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz, sondern ein Integrationsverhinderungsgesetz. Nach dem Willen der Bundesregierung sollen Geflüchtete in Erstaufnahmeeinrichtungen künftig keine Geldleistung mehr bekommen, sondern nur noch Sachleistungen. Damit fängt die entwürdigende Gutscheinpraxis bei Asylsuchenden wieder an. Der einzige Zweck ist Abschreckung, man könnte auch sagen Schikane. Diese Praxis war zumindest in Bremen überwunden und das ist auch gut so. Und jetzt soll sie wiederkommen. Das halte ich für verfehlt, meine Damen und Herren. Alle Asylbewerber aus Albanien, den Kosovo und Montenegro sollen künftig in den Erstaufnahmeeinrichtungen kaserniert bleiben. Das ist eine spezielle Massenunterkunftspflicht und auch das dient der Integrationsverhinderung. Diejenigen, die einen Ausreisetermin mitgeteilt bekommen haben, sollen nach diesem Termin nur noch am Leben gehalten werden. Sie haben nicht einmal mehr Recht auf das physische Existenzminimum. Sie sollen nur noch Unterkunft und Essen bekommen, sogar Kleidung ist ausgenommen. Damit kehrt man zurück zu der menschenrechtswidrigen Praxis, eine Gruppe von Menschen zu definieren, für die der Staat kein Existenzminimum anerkennt. Das Bundesverfassungsgericht hat sich dazu eindeutig geäußert. Die Würde des Menschen ist migrationspolitisch nicht relativierbar. Und ich möchte zitieren aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, auch eine kurze Aufenthaltsdauer oder Aufenthaltsperspektive in Deutschland rechtfertigt es nicht, den Anspruch auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums auf die Sicherung der physischen Existenz zu beschränken. Bundesverfassungsgericht. Deswegen plädiere ich, unserem Antrag zuzustimmen. Dankeschön. Die Debatte ist ja ziemlich bewegt hier. Ich erkläre mir die Erregung von Kollege Röwekamp auch ein bisschen damit, dass ihn vielleicht schwant, dass das, was in diesem Gesetz beabsichtigt ist, wirklich verfassungswidrig ist. Und genau das ist, das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt. Und genau das ist, da muss man die Rechtsprechung auch mal ernst nehmen und auch mal durchlesen. Die ist eindeutig zu dieser Frage. Und ja, ich bin auch der Meinung, das ging zwar nicht in meine Richtung, dass die Zustimmung auch durch die Ministerpräsidenten in den anderen Ländern Verfassungsbruch bewusst hinnimmt. Und das ist auch allen bewusst. Und das ist auch das Kalkül. Denn bis der nächste Schiedsspruch des Bundesverfassungsgerichts ins Lande zieht, werden 3, 4, 5 Jahre vergehen. Und genau das ist das Kalkül, bis dahin auf Abschreckung zu setzen, und das ist schäbig und das ist bewusster Rechtsbruch, meine Damen und Herren. Noch ein Satz zu den angesprochenen, zu dem Nacht- und Nebelerlass durch die Nationalsozialisten.
Es war nie unsere Absicht. Die Praxis nächtlicher Abschiebung, unangekündigter Abschiebung in die Nähe der Verbrechen der Nationalsozialisten zu stellen. Ich glaube, da gehört auch etwas Kreativität dazu, das in unseren Antrag hinein zu interpretieren. Wenn Sie kein anderes Argument haben, sich mit unseren Dingen auseinanderzusetzen, dann kommt sowas. Ich finde das ehrlich gesagt etwas unlauter, um ehrlich zu sein, Herr Tschüpe.